Privatdozent Dr. Oliver Neuhaus ist Chefarzt der Neurologie im Kreiskrankenhaus Sigmaringen und Mitglied im Ärztlichen Beirat der AMSL und des DMSG-Bundesverbandes. 2003 wurde Dr. Neuhaus mit dem Nachwuchspreis der Sobeck-Stiftung ausgezeichnet. Herr Dr. Neuhaus, die Multiple Sklerose ist bis heute ursächlich nicht heilbar, aber dank der Immuntherapie behandelbar. Gibt es einen Unterschied zwischen den drei derzeit zugelassenen Wirkstoffen? Nein, die drei Wirkstoffe, Interferon Beta-1a, das ist entweder Avonex oder das Rebif, Interferon Beta-1b, das ist entweder das Betaferon oder neuerdings das Extavia, oder Glatiramer-Acetat, das Copaxone. Da gibt es keine Unterschiede. Vergleichsstudien, die jetzt auch in den letzten Monaten publiziert wurden, haben definitiv keine Unterschiede in der Wirksamkeit gezeigt. Kann man alle MS-Verlaufsformen mit diesen Immunmodulatoren behandeln? Nein, nur die, wo Schübe eine Rolle spielen. Das ist das klinisch isolierte Syndrom, also der erstmalige Schub. Das ist der rein schubförmige Verlauf. Und es ist auch der sekundär chronisch progrediente Verlauf, wo Schübe noch vorherrschen. Wo keine Schübe mehr sind, also bei der späteren sekundär chronisch progredienten MS oder bei der rein primär chronisch progredienten MS, sind diese Basistherapeutika nicht wirksam. Wenn es keine Unterschiede im Effekt gibt, wonach richtet sich dann die Auswahl der Therapie? Das ist eine ganz wichtige Frage, die überhaupt nicht leicht zu beantworten ist. Es hängt von Kriterien ab, der Häufigkeit der Injektionen, von den Nebenwirkungsprofilen. Auf jeden Fall ist das Gegenstand wichtiger Gespräche des Betroffenen mit dem behandelnden Arzt. Wie ist die Wirksamkeit der Therapien? Die Basistherapeutika sind schon recht lange im Einsatz, seit Mitte der 90er Jahre, und haben zunächst in den Zulassungsstudien durch die Bank eine etwa 30-prozentige Senkung der Schubrate gezeigt. In der klinischen Anwendung, vor allem wenn man früh mit der Therapie beginnt, auch einen besseren Effekt auf die Schubrate. Was passiert, wenn die Basistherapie nicht mehr wirkt? Wenn die Basistherapie nicht mehr wirkt, dann gibt es das immunmodulatorische Stufenschema der Eskalationstherapie. Dieses Stufenschema wird immer wieder aktualisiert von der MSTKG, der Multiple Sklerose-Therapie-Konsensusgruppe. Das sind die ärztlichen Beiräte der Fachgesellschaften. Und welche Möglichkeiten stehen danach zur Verfügung? Zur Eskalationstherapie der MS stehen zwei Präparate zur Verfügung. Zum einen das Natalizumab oder das Tysabri, zum anderen das Mitoxantron, das Ralinova. Und mit dieser Eskalationstherapie hat man als Betroffener, wenn die Basistherapie nicht zu einer Stabilität der Erkrankung führt, doch noch eine gute Chance, dass die Krankheit zum Stillstand kommt. Und es ist auch so, wenn unter der Eskalationstherapie Stabilität herrscht, dann kann auch wieder deeskaliert werden auf eine Basistherapie, um dann eventuell später nochmal eskalieren zu können. Auf diese Weise hat man als MS-Betroffener doch mittlerweile eine ganze Menge an medikamentösen Möglichkeiten, um Stabilität zu bekommen.